Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So, liebe Freunde des Devisenhandels, ich grüße an der Stelle einen wunderschönen guten Tag und Wolfgang hat wieder die schnellsten Finger. Sehr, sehr gern. Vielen Dank für deine Anfragen und kurze Frage, Wolfgang, auch hier du gefragt, im Rahmen der schnellen Finger Bild zu sehen, Ton zu hören, nochmal Feedback geben bitte. Aber heute auch hier mehr Monitore am Start als sonst, deswegen genau. Sie sehen, dass Landingpage-Bild, beziehungsweise hier an der Stelle die Startseite von JFD in dem Zusammenhang. Insofern freue ich mich, dass wir uns heute hier wieder zusammenfinden am Mittwoch und wir wollen doch direkt mal über den Markt sprechen. Wie das Devisenradar ja schon verspricht, geht es eben um Währungen und wer hier die ein oder andere Wunschwährung am Start hat, bitte eintragen, aufführen, wessen oder welche Intention hier vorherrscht, was er denn gern gekauert haben will. Der Wolfgang hat schon zwei Werte genannt, kann ich gleich mal an der Stelle einstreuen. Das ist einmal Euro und Neuseeland-Dollar, etwas, ja, ich will sagen, exotischer Natur und einmal Euro-Schwarzer Franken. Auf jeden Fall zwei interessante Währungen. So, jetzt werden wir das Bild mal hier entsprechend anpassen. Machen wir das nämlich mal richtig groß. Und wir hatten ja heute Morgen schon den Euro gegenüber dem Neuseeland-Dollar im Fokus. Relativ spannend, Euro, also sprich gegenüber dem Australdollar, also der Euro als Basiswährung gegenüber dem Australdollar hier im Währungsverhältnis. Und das Währungspaar selber verliert heute an Wert vor dem Hintergrund, weil der Australdollar sich stark zeigt. Wir sehen hier in der Heatmap, in der Übersicht, dass alle ja, Australdollar-Pairs, so will ich es mal sagen, vorn liegen, also stark performen. Also hier insofern gute Nachrichten aus Fernost, obgleich das übergeordnete Bild für den Aussie meines Erachtens nicht so bullisch scheint. Okay, jetzt kam auch noch Adrian, Ralf, Peter mit weiteren Anregungen. Cable werde ich auch morgen ins Radar nehmen. Wir haben ja morgen den britischen Pfund-Event, also die Wahl als solche. Und da ist es natürlich so, dass wir hier das Ganze da entsprechend natürlich auch nochmal im Vorfeld heute besprechen und dann speziell morgen im Radar auch nochmal unter die Lupe nehmen. Also da nicht wundern, dass wir hier morgen im Radar einen Livestream das Ganze nochmal präsentieren. Aber das Pfund gehört natürlich heute in jedem Fall gecovert. Australdollar, Neuseeland-Dollar, Peter, sehr gerne, nehmen wir auch mit rein. Also haben wir schon eine ganze Menge an Währungen, die wir hier besprechen werden. Insofern fahren wir einfach mal ab mit dem Thema. So, Australdollar wurde besprochen, Euro-US-Dollar auch spannend. Wer das heute Morgen verpasst hat, den Clip, schaut es auf unseren YouTube-Kanal vorbei. Beziehungsweise ihr könnt auch auf den Gottmautrader gehen, auf die Startseite. Aber hier bei YouTube haben wir noch sämtliche andere Aufzeichnungen von eben hier unseren Kollegen, nämlich hier eben DAX. Und eben, wer hier der englischen Sprache mächtig ist, kann auf dem Darius über die Schulter schauen. Da immer wieder gesagt, reichlich Content. Übrigens an der Stelle auch nochmal der Hinweis, wir haben ja heute noch einige Webinare in der Pipeline. Neben dem Devisenradar stehen ja da noch Education und Live-Events an. Immer hier bitte auf der Website informiert bleiben. Research, Webinare, Events und da bleibt es ja am Laufenden. Ich hatte es ja heute im Video auch schon angesprochen. Okay, jetzt aber mal zu den Hard Facts. Bei der Fed heute wird wahrscheinlich eben nichts in Richtung Zinsveränderung stattfinden. Die große Frage oder das Ministerium für 2020 ist eben, wie weit werden die Zinsen noch gesenkt? Werden sie überhaupt gesenkt? Eben wegen den guten Arbeitsmarktdaten steht das als Zweifel im Raum. Und wir wissen alle, wenn die Zinsen tendenziell ein Stück weit gen Süden driften, also Zinsen sozusagen an ja, Anspruch verlieren, profitiert der Goldpreis. Und genauso ist es auch umgedreht. Und de facto können wir hier auf dem Goldpreis das Ganze mal in diesem Rechteck hier beziffern. Der ranged mehr oder weniger seit Mitte November ja, im Bereich
zwischen 20 und 30 Dollar, ohne wirklich Impulse zu setzen. Aber solche Seitwärtsphasen sind natürlich immer eine Gradmesser dafür, dass, wenn sie denn verlassen werden, hier Impulsbewegungen folgen dürften. Gegebenenfalls sehen wir das heute Abend. Wie gesagt, live dabei sein ab 19:50. Da wird Andreas Müller und eben Markus Klebe hier das Ganze covern. Und ich weiß auch aus vergangenen Events, dass der Andreas auch den Goldpreis im Auge hat. Und hier ist natürlich dann das Spannende, ob der sich gen Süden nochmal bewegt, wie eben auch hier, ich will fast sagen, orakelt im Rahmen des Traders Dream, dass der den Rücklauf hier nochmal macht in Richtung 1445. Und wenn das passiert, dann hätten wir sicherlich einen schönen Entry, um auf den dann wieder prozyklischen Aufwärtsimpuls zu setzen. Ob der Goldpreis dann allerdings da stoppt, wie von mir hier eingeschätzt, muss abgewartet werden. Im Worst Case sackt er durch und kippt hier im Prinzip komplett in diese breitere Unterstützungszone. Aber wie schon gesagt, das ist der graue Pfeil auch und weniger das präferierte Szenario. Insofern, wenn der Trader Stream kommt, dann wird es sehr spannend. Tut Gold uns den Gefallen nicht, dann muss man davon ausgehen, dass hier oberhalb von 1484 der Bulle direkt wieder Fahrt aufnimmt. Also Gold auf jeden Fall auch im Auge behalten. So, Hartmut, danke für dein Feedback. Bitcoin, ist ja auch mal spannend, dass hier wieder mal Kryptos abgefragt werden. Hatten wir in der Vergangenheit immer wieder im Loop. Und wenn ich die Frage stellte nach der Einschätzung zu den Kryptowährungen bei uns, die wir ja auch bei uns hier mit der Anzahl von den 5 Tops anbieten, wurde immer wieder wenig, sage ich mal, Zuspruch gefunden. Aber dahingehend auch mal die Frage jetzt gleich: Wer von euch hat denn dann Lust und Interesse, neben dem Bitcoin auch nochmal die anderen Kryptos heute zu besprechen? Also die Zeit erlaubt es, sodass wir uns hier auch nochmal den digitalen Währungen zuwenden, die ja mittlerweile auch durchaus, ja, bei Weitem nicht an das Volumen herankommen wie die echten Währungen, aber sie nehmen einen immer größeren Stellenwert an und sind natürlich als Trading-Vehikel auch durchaus spannend. Also da bitte mal der Aufruf, Aktivität gefragt, gibt's mal hier ein Feedback, wer von euch dann noch an den Kryptos interessiert ist. Bitcoin primär, aber Litecoin natürlich auch interessant oder zum Beispiel dann eben Ethereum. Gut, von den digitalen Währungen wieder zurück zum Gold, zur ältesten Währung der Welt. Es bleibt in diesem Range-Format, Ausbrüche entsprechend beachten. Auf der Südseite wäre das die 1454 für ein Short-Setup und oben eben die 1484 für ein Long-Setup. Alles dazwischen, liebe Leute, da macht nur eins Sinn, und zwar den Goldpreis auf der Short-Seite zu halten, eben wegen den nächtlichen Swap-Gutschriften, wo ihr dann praktisch einfach über Nacht Zinsen verdient. Aber da natürlich auch nur einen Vorteil herauszieht, wenn der Goldpreis seitwärts oder abwärts tendiert, denn sollte er steigen, ist das natürlich genau das Gegenteil von dem, was man sich wünscht, wenn man eben short positioniert ist. Insofern auch immer wieder die Gegenseite hier entsprechend absichern mit Stop-Loss-Orders. Okay, dann gehen wir jetzt mal zum Euro-Schweizer Franken über. Das ist natürlich auch ein Währungspaar, was ja 2015 enorme Aufmerksamkeit auf sich zog und seitdem, ich will sagen, hier und da immer mal wieder aufpoppt. Auch in der Schweizer Nationalbank ist der Euro-Schweizer Franken durchaus ein Thema. Ich finde ihn unter Trading-Gesichtspunkten durchaus interessant. Hängt natürlich auch so ein Stück weit am Nabel vom Euro selbst, und wir sehen, und das ist spannend, wir gehen mal hier zurück in das Jahr, Moment, ich setze den Chart ein bisschen kleiner machen. Das Vorjahr speziell, da war ja praktisch das große Thema die 1,20. Ihr werdet euch erinnern, an den Januar 2015 war das, wo Euro-Schweizer Franken im Prinzip ja den Schiffbruch erlitt. Eben mit der Aufgabe der Unterstützungsmarke von 1,20 gab es ja diesen großen Sell-off, der auch die ganze Brokerindustrie dann ein Stück weit, sage ich mal, durchwirbelte. Und genau diesem Level näherte er sich hier im Frühjahr 2018. Auch hier mit einer schönen Dreiecksformation, und tendenziell hätte der Ausbruch erfolgen können und sozusagen die 1,20 gegebenenfalls sogar überwunden werden können. Aber das ist nicht geschehen, wie ihr seht, nämlich seither, und das muss man schon sagen, ist das jetzt eben deutlich über ein Jahr beziehungsweise knapp dann schon anderthalb Jahre, befindet sich der Euro-Schweizer Franken wieder im Sinkflug. Und das Ganze hat sich eben zuletzt auch noch ein Stück weit hoch oder zugespitzt vielmehr, weil wir nämlich hier die Niveaus, ja, ich will sagen, aus 2017 schon wieder angesteuert haben und gegenwärtig auch nicht wirklich in einem bullischen Umfeld sind. Das heißt, prozyklisch sieht das eher so aus, als wäre der Euro-Schweizer Franken weiter auf dem Südfloor unterwegs und insofern auch hin und wieder wenig spannend, weil er auch so eine Lethargie wie Euro-US-Dollar an den Tag legt, eben wenig Spannung,
wenig, sage ich mal, Ausbruchssequenzen und die Volatilität eben auch gering. Das macht das nicht wirklich interessant, das Währungspaar. Wir schauen uns aber nachher das Pfund an. Da ist natürlich wesentlich mehr Musik drin und auch wesentlich mehr Volatilität. Das ist sicherlich etwas, wo man gerade, wenn man Bewegung sucht, auch gut aufgehoben ist, aber natürlich auch immer wissen muss, dass die Bewegungen beim Pfund dann ein Stück weit erratischer sind. Wer aber hier auch den, sage ich mal, etwas ruhigeren Ansatz sucht, kann beim Euro-Schweizer Franken durchaus zum Zuge kommen, denn wir sehen ja mehr oder weniger auch eine Bodenbildung seit den Sommermonaten. Und auch wenn das große Bild für weiterfallende Preise spricht, gibt es auch ähnlich wie beim Goldpreis immer die Situation von Triggerleveln, die man sich hier mehr oder weniger ganz genau anschauen muss. Denn sollte ein entsprechendes Level gerissen werden, verspricht sich in der Regel eben entsprechendes Folgepotenzial. Und jetzt haben wir hier die Situation, dass wir tendenziell seit dem Tief vom September eine Aufwärtstendenz zweifelsfrei hier in den Chart legen können. Das unterstreichen wir auch mal mit einer relativ simpel gezogenen Trendlinie. Wobei natürlich so eine Trendlinie immer sehr subjektiv von seinem Ansatz her ist, aber generell natürlich hier den Aufwärtsimpuls unterstreicht. Und der zeigt jetzt eben von dem Tief vom September nach oben. Höhere Tiefpunkte lassen sich hier schön verbinden. Und insofern haben wir hier diesen, ich sag mal, leichten Aufwärtstrend seit September. Und solange der hält, und das ist auch interessant mit diesem Kerzen, die wir hier Mitte November sozusagen gesehen haben, mehr oder weniger. Und wer kann mir von euch sagen, welche Kerzenformation das hier ist, die wir in dem Chart sehen? Schaut euch mal die Kerzen an, was wir hier haben, Mitte November. Und ich sage schon Plural Kerzen. Es geht nicht um eine, sondern eins, zwei, drei. Was ist das für eine Candlestick-Formation? Bitte mal kurz Feedback in den Chat geben, um sozusagen mir mal eine Indikation zu geben, ob ihr der Candlestick-Lehre hier und da auch mächtig seid, weil wir planen hier für nächstes Jahr auch sozusagen nochmal einen Candlestick-Workshop. Und das wäre natürlich ganz spannend, hier auch diese Muster interpretieren zu können. Also, wer kann mir sagen, was das für eine Kerzenformation ist? Schwache Kerze, hier so eine Art Hammerkerze und am dritten Tag ein bullischer Rebound. Diese drei Kerzen sind was? 1, 2, 3, 3. Wer weiß es? Kurz mal Feedback in den Chat geben. Three, das sind drei Kerzen, das ist schon mal richtig. Aber rein von der Formationslehre, Candlestick-Lehre, richtig, Helge. Michael, Umkehr, das stimmt, das ist eine Umkehrformation. Helge hat den Nagel auf den Kopf getroffen, wie es so schön heißt. Und zwar tatsächlich handelt es sich hier um die Morningstar-Formation. Ja, man hat hier drei Kerzen, die sich sozusagen im Rahmen einer Abwärtsbewegung bilden. Und man sieht hier mehr oder weniger eine Umkehrtendenz, die sich auch tatsächlich nach oben entfaltet hat. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist eben, dass das Tief dieser Umkehr-Candles mehr oder weniger mit diesem Tief vom Oktober zusammenläuft und mit dieser aufsteigenden Trendlinie. Und das ist genau das, wo wir jetzt einfach unser Augenmerk drauf richten. Denn sollte der Markt unter genau diese Supportzone fallen, das kann man ja sehr schön mit einer Horizontallinie darstellen, dann hätte Euro-Schweizer Franken definitiv einen negativen Bias im Rahmen des übergeordneten Abwärtstrends. Das soll heißen, der Markt dürfte dann hier tendenziell weiter fallen. Oder aber, und das ist immer die Option B, die Unterstützung wird abermals verteidigt und er prallt nach oben ab. Und das ist genau das Spannende, warum wir uns Euro-Schweizer Franken anschauen. Und deswegen auch mal die Frage an Wolfgang. Daily Chart Euro-Schweizer Franken war dein Aufruf. Gib mir doch mal ein Feedback, warum gerade der Chart? Hast du eine ähnliche Formation gesehen? Oder ist es im Prinzip so, dass du den Chartverlauf einfach mal von einer dritten, ich will mal sagen, unabhängige Meinung eingeschätzt haben wolltest. Aber de facto ist das mal das Setting, was Euro-Schweizer Franken hier bietet. Ich finde es mal gar nicht uninteressant, eben weil sich hier ein neues Short-Setup prozyklisch eröffnen könnte oder aber hier bei einem möglichen Test der Marke von 1,088 ein sehr, sehr interessanter Long-Entry sich eröffnet. Und warum ist das interessant? Ich zeige es euch, weil man grundsätzlich hier einen Long-Einstieg suchen kann. Der Stop sollte hier unter dem Tief vom 14.11. liegen. Da immer wieder auch die Range beachten, die Tagesrange beim Euro-Schweizer Franken, die ja leider, wie ich schon vorhin gesagt, nicht ganz so stark ist wie jetzt beim Pfund vergleichbar. Aber diese Range, grob genommen mal zwei, also die Tagesrange, dann sind wir ja so im Bereich von, ich will mal sagen, 60, 70 Pips. Dann könnte man sogar unter das Tief vom September gehen und hier einen entsprechenden Sicherungsstopp platzieren für den Fall, dass die Unterstützung eben doch gebrochen wird. Ich würde aber gar nicht so weit gehen, denn rein technisch sollte es nicht unter das Tief vom 14.11. signifikant gehen. Insofern kann man hier mit einem engen Stopp arbeiten. Gehen wir mal hier von 45 Pips oder 0,4% aus. Das wäre das Risiko für alle, die hier den Long-Einstieg suchen wollen. Und dann haben wir auf der Nordseite hier entsprechendes Potenzial. Schaut's her.
Da hätten wir das letzte Verlaufshoch und sogar diesen Horizontalwiderstand hier bei 1,1050. Und schaut euch das an. Das sind Chance-Risiko-Verhältnisse, die man suchen sollte. Wir haben hier ein Risiko von 44 Pips bei einer möglichen Chance im Optimalfall von 160 Pips, Schrägstrich hier von 140 Pips. In jedem Falle ein CAV von über 4. Und das sind natürlich Chancen, die man durchaus suchen kann. Dazu aber ganz wichtig, der Euro-Schweizer Franken muss sich hier stabilisieren. Wenn er das nicht tut, dann gute Nacht auf gut Deutsch, dann fällt er nämlich nach unten weg und dann könnte auch das September-Tief zur Disposition stehen, was nichts anderes bedeutet als dass dann Euro-Schweizer Franken und das ist wahrscheinlich deine Frage, aber wie weit noch runter? Ja, da siehst du es genau hier, die 1,065 wäre das nächste Ziel. Warum? Scrollen wir uns wieder aus dem Chart raus. Das wäre praktisch das Tief vom Jahresauftakt 2017 und Sommer 2016. Inklusive diesem kleinen Rumgeplänkel hier im Jahr 2015 ist das eine Price Action Zone, die als nächstes Ziel in Frage kommen dürfte, wenn der die Unterstützung hier aufgibt und insbesondere unter das Tief vom September fällt. Also das ist genau die Einschätzung und insofern für jede Seite was zu haben. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man hier unbedingt den Long Trade suchen muss, aber unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten sicherlich die interessante Alternative. Ansonsten, wenn das Tief hier rausgenommen wird, das letzte Bewegungstief, dann ist wohl davon auszugehen, dass Euro-Schweizer Franken weiter zurücksetzt. Ich erwarte aber generell ja eigentlich ein Stück weit einen stärkeren Euro, auch gegen den Dollar. Das hatte ich heute Morgen beim Radar auch schon besprochen, dass der Euro meines Erachtens jetzt so ein Stück weit Rückenwind genießen darf, gerade wenn die US-Notenbank den Leitzins jetzt nicht weiter senkt. Ich meine, das heißt nicht, dass die Eurozone mit ihrem Negativzins bzw. Nullzins da besser dasteht, aber die Fantasie ist da eben ein Stück raus und das könnte den Euro auf jeden Fall ein Stück weit beflügeln. Im Umkehrschluss natürlich, wenn der Dollar geschwächt würde, auch den Goldpreis ein Stück weit anheben, insofern auch das goldene Rechteck oder das Rechteck vom Goldpreis viel mehr beachten, um da eben auch eine Chance zu sehen. Genau. Die 1,06, 1,065 beim Euro-Schweizer Franken sehe ich auf jeden Fall als nächstes Ziel, wenn der neue Tiefs macht. Das ist anzunehmen. Exakt. Dann sind wir relativ konfirm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob eben auch dir die Chance sozusagen auf den Schirm kam mit diesem Long, mit diesem möglichen Long hier. Das ist wirklich ein interessantes Setup mit diesem Morningstar, mit dieser horizontalen Unterstützung. Sieht einfach unter, sage ich mal, antizyklischen Gesichtspunkten hier auf die Bodenbildung zu spekulieren und dann eben den Trend nach oben mitzunehmen oder die Bewegung durchaus interessant aus. Wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass auch Euro-Gel selbst ein Stück weit partizipiert von einer Euro-Stärke. Das sollte den Euro hier gegen den Schweizer Franken definitiv ein Stück weit anschieben. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu Euro-Schweizer Franken. Auf jeden Fall heute mal ein paar Währungen der zweiten Reihe. Immer wieder wichtig, da auch ein Stück weit über den Tellerrand zu schauen. Wir haben ja hier ein riesiges Portfolio. Ich sage ja immer so gern, mit Kryptos haben wir hier über 70 Währungspaare. Da ist eben auch der Bitcoin Cash und alle dabei. Aber eben auch die klassischen Währungen, die ja hier gecrossed zum Beispiel eben Euro-Kanadisch-Dollar sind, Euro-Schweizer Franken, Euro-Yen. Das sind eben genau die Paare, wo viele nicht drauf schauen, aber wo sich im Prinzip auch durchaus interessante Möglichkeiten eröffnen. So, und somit zum Euro-Schweizer Franken. Im Übrigen werde ich gleich mal die Seasonal Stats auch öffnen, damit wir auch mal schauen, was die Saisonalität so treibt, um hier da bei dem einen oder anderen Setup auch ein Stück weit Rückenwind zu genießen. Da ist auch gerade der Euro-Schweizer Franken sicherlich nicht uninteressant. Insofern lasst mich nebenbei mal die Tools öffnen und schauen, was sich da so ergibt. Okay. Gut, bevor das alles hochlädt, schauen wir jetzt mal auf Euro-Schweizer Franken. Waren wir Euro-Neuseeland-Dollar? So, was lässt sich hier ablesen? Im Prinzip eine sehr, sehr volatile Bewegung, die wir auch schon seit den Tiefs vom Frühjahr sehen. Und auch hier kann man relativ simpel wieder vorgehen, dass wir erstmal versuchen, den Trend generell zu erfassen. Und das können wir hier mal im Tagesschau mit der groben Linie hier ziehen. Und auch da, oh welch Wunder, lässt sich hier schon mal eine Gerade in den Chart legen, die uns ein Stück weit eben verdeutlicht, dass es sich hier wohl um einen Aufwärtstrend handeln kann, seit den Tiefs vom April. Das erkennt man auch ohne die Trendlinie, aber man hat hier im Prinzip die Auflagepunkte, die das Ganze ein Stück weit unterstreichen. Jetzt ist eben genau die Frage, das Tief, was wir vor 4 Tagen gesehen haben, war es das oder nicht? Und da hilft durchaus so eine Trendlinie, die wieder subjektiver Natur ist, aber dennoch verdeutlicht, dass wir die Tiefpunkte der letzten Monate miteinander verbinden. Und siehe da, es lässt sich hier ein Aufwärtstrend skizzieren und das unterstreicht auch das letzte Tief nochmals, was im Umkehrschluss erlaubt, dass unterhalb dieses Tiefs die Bären weiterhin dominieren, aber solange dieses Level verteidigt wird, es durchaus
oder durchaus auch für eine, ja, Gegenreaktion spricht, so dass der Markt hier in dem nächsten Impuls nach oben dreht. Und das ähnelt so ein Stück weit Euro-Schweizer Franken, unterstellt hier auch wieder, dass der Euro ja stärker zeigt, also auf jeden Fall nach oben aufdreht. Und hier lassen wir jetzt mal die Risikoparameter wieder ganz klar sprechen. Sollte man hier einen Long Entry suchen, dann wäre es definitiv zu empfehlen, unterhalb des Tiefs vom Nikolaus das Ganze abzusichern. Auch hier wieder die Range der letzten Tage beachten und das Ganze mal zwei nehmen. Wir gehen jetzt mal hier auf 200 Pips. Das ist schon ein Stück weit über den Durst. Aber das wäre sozusagen das maximale Risiko anhand der Range. Sollte aber auch gar nicht so weit ausdehnbar sein. Ich würde meinen, hier würden auch 150 Pips durchaus genügen, um den Trade sozusagen, wenn er gegen einen läuft, rauszunehmen. Und auf aktuellem Preislevel wäre das schon mal hier die Chance, mit einer ersten Bewegung in den Widerstand 1,71 vorzudringen, um dann darüber hinaus sogar noch wesentlich mehr Potenzial zu entfalten. Also das ist genau das Gleiche vom Einschätzungsbild her wie beim Euro-Schweizer Franken. Das heißt, mit einem kleinen Risiko lässt sich hier auf eine Erholungsbewegung spekulieren. Grundsätzlich hier aber auch der Bias noch viel länger nach oben gerichtet im Rahmen der Erholung, die hier seit dem Apriltief läuft. Und das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Was sollte man jetzt tun, wenn man den Euro-Neuseeland-Dollar covert? Wer kann mir da jetzt nochmal einen Hinweis in den Chat geben? Also wir haben jetzt Euro-Neuseeland-Dollar gecovert mit diesem Bias, der so ein Stück weit bullischen Grundton verspricht. Was sollte man hier nochmal in Augenschein nehmen? Da wieder mal die Frage in die Runde. Fühlt euch ruhig angesprochen. Ein Stück weit Aktivität ist immer gut. Dafür ist ja so ein Webinar auch da, dass man, ich sag mal, Austausch pflegt und auch natürlich Anregungen einwirft. Und insofern, was sollte man machen, wenn wir jetzt Euro Neuseeland-Dollar gecovert haben? Ralf, Saisonalität, da gebe ich dir recht. Das ist sozusagen immer die Schablone, die man auflegen kann. Und da wird es übrigens sehr spannend, was ich euch gleich zeigen werde, denn wir haben hier seit Mitte Dezember oder sage ich mal ab Mitte Dezember, das ist dann praktisch in 6 Tagen, um genau zu sein, ab dem 17.12. einen negativen Bias. Das ist interessant zu wissen im Rahmen dieser Chartformation, denn Tatsache ist natürlich, wenn der das Tief hier rausnimmt, dann dürfte sich die Abwärtsbewegung, die wir hier seit einigen Wochen sehen, auf jeden Fall fortsetzen und dann wäre der Markt wohl zu weiteren fallenden Preisen verdammt. Genau, Wolfgang, richtig. Risk-Off-Modus muss man beachten. Neuseeland-Dollar Kiwi, darauf wollte ich hinaus, dass wir sozusagen den Neuseeland-Dollar anschauen. Das ist ja hier der zweite Part aus Ozeanien. Sprich, wir haben hier den Neuseeland-Dollar in US-Dollar gehandelt und das ist auch sehr spannend. Den hatten wir hier schon zum Jahresauftakt im Fokus und da zeigt sich eindeutig, dass wir hier an einen Widerstandslevel rangelaufen sind. Seht euch das an. Wir haben hier die 0,6555 und da sehen wir ganz klar, dass der Markt hier oben den Deckel drauf hat. Und jetzt wird der hier gerade abgewiesen. Was heißt das? Wenn Neuseeland-Dollar US-Dollar nach unten driftet, dann dürfte Euro-Neuseeland-Dollar wieder partizipieren. Und das ist genau das, worauf ich jetzt so ein Stück weit, ich will sagen, Wert lege, beziehungsweise hier einfach mal den Bias eben abschätzen muss. Und jetzt kann man wirklich überlegen, nimmt man jetzt den Euro-Neuseeland-Dollar Long oder den Neuseeland-Dollar-US-Dollar Short? Beide haben auf jeden Fall ihren absoluten Charme. Und deswegen aktualisiere ich jetzt mal den Chart hier entsprechend, denn wir hatten hier schon Short-Szenarien skizziert im Oktober und auch im November. Aber grundsätzlich haben wir hier die Situation, dass der Markt jetzt natürlich an einem neuen Widerstandslevel sitzt. Und wir jetzt, wenn wir das Ganze mal partizipieren oder vielmehr duplizieren, jetzt sich sogar noch eine viel größere Chance ergibt, wenn der so in Richtung der Tiefs vom Herbst zurückfällt. Und wir haben hier einen Horizontalwiderstand. Ich scroll mich nochmal raus. Also hier ist eine Price Action Zone, so will ich sie mal bezeichnen, im Bereich 0,6570. Ja, und wir haben hier mit dem Hoch vom Nikolaus schon mal eine Indikation, wo es nicht wirklich rübergehen sollte. Spannend wäre jetzt hier, wenn man zum Beispiel auch eine negative Divergenz aufbauen. Also das heißt, wenn der MACD-Indikator jetzt so ein Stück weit seitwärts läuft, der Preis heute Abend oder in den nächsten Tagen ein neues Verlaufshoch macht, aber Signal- und Triggerlinie vom MACD-Indikator nicht mitziehen. Das wäre genau der Punkt, wo man sagt, an der Stelle,
hat man dann durchaus eine schöne Chance, im Rahmen einer möglichen Divergenz auch auf einen, ja, Short zu setzen. Und das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Wenn man Euro-Neuseeland-Dollar long traden möchte oder eben darauf spekuliert, dann macht es im Umkehrschluss durchaus Sinn, den Neuseeländer US-Dollar auch short zu sehen, ja. Und natürlich potenziert sich das Potenzial auf der Oberseite, wenn der Euro auch noch zusätzlich stark ist. Also das ist so ein schöner Mix, wo ich sage, gefällt mir eigentlich ganz gut vom grundsätzlichen Setting. So, jetzt haben die Seasonal Tools sich hochgeladen. Jetzt werde ich mal eine Abfrage für Dezember starten und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Sekunde. Der lädt jetzt und rechnet da ein bisschen hoch. Immer MACD beobachten. Ja, das ist richtig. Da bin ich, wie gesagt, RSI, MACD. Es sind Indikatoren, es sind Preiskrücken. Also wie gesagt, der Preis ist das A und O. Und gern auch bei Aktien und Futures auch noch das Orderbuch. Das ist gar keine Frage. Aber wenn man jetzt hier sozusagen sich unterstützende Meinungen holen will, dann muss man da sich klar darüber sein, dass natürlich jeder Indikator eine Krücke des Preises ist. Ja, es gibt keinen Indikator, der die Zukunft voraussagen kann, aber der MACD in seiner mathematischen Ableitung ist eben ein Indikator. Der nimmt natürlich auch immer die Tagesschlusskurse. Das ist übrigens beim RSI ja genau das Gleiche. Kann man zwar einstellen, aber sollte man nicht variieren, weil dann kommt eben die Stärke der Indikatoren zum Tragen. Und so ein MACD-Indikator, das ist ja auch das, wo sich viele wenig Gedanken drüber machen. Das Ding heißt ja Moving Average, Convergence and Divergence. Der ist ja im Prinzip dafür da, Konvergenzen oder Divergenzen aufzuzeigen. Und da spielt er auch seine Stärke aus. Und ich mag es sehr, und jeder von euch wird wissen, dass wir hier den Goldpreis im September da short gesehen haben, wo eigentlich fast der nächste Ausbruch bevorstand, dass ich das eben sehr mag, wenn eben eine Divergenz auftaucht. So eine Divergenz ist auch natürlich nie der hundertprozentige Trigger. Nach dem Motto, jetzt kommt die Divergenz, jetzt muss der Markt ausbrechen oder einbrechen. Völliger Käse. Das muss man immer in dem Kontext des Preises sehen und der ist natürlich das A und O. Aber hier, so richtig negative Divergenz will sich hier nicht auftun. Deswegen der Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar, also Kiwi genannt, so richtig bärisch sieht es noch nicht aus. Aber mit diesem Parameter an dem Widerstandslevel hier gefällt er mir eigentlich ganz gut. Also auf jeden Fall in die Watchlist nehmen. Auf jeden Fall beobachten. So, jetzt lasse ich mir mal anzeigen, was die Saisonalitäten so bringen. Herrje. Da haben wir einen Haufen. Also ich zeige euch erstmal diesen Seasonal Bull, den übrigens JFD-Kunden auch zum Vorteilspreis nutzen können. Das will ich an der Stelle nochmal ansagen. Hier haben JFD-Kunden die Möglichkeit, einen Rabatt, einen Vorteil von 25% zu bekommen und generell bei einer entsprechenden Einlage sogar 50% auf die entsprechenden Abo-Gebühren, die es da gibt. Da kann man europäische Märkte, Forex-Märkte, Indizes, das kann man sich in verschiedenen Tools anschauen. Wer hier Interesse hat, schreibt es einfach unserem Support. Die werden das weiterleiten an mich und dann kann ich da mit euch Kontakt aufnehmen und dann kann ich euch das nochmal genauer und detaillierter vorstellen, was es mit diesen Seasonal Tools auf sich hat, beziehungsweise was der Vorteil ist. Der einzigste Grund, den ihr zu stemmen habt oder die Hürde, will ich fast sagen, wenn ihr nicht eh schon Kunden bei JFD seid, den Vorteil gibt es natürlich nur für JFD-Kunden. Das ist am Ende des Tages entscheidend, dass ihr sozusagen Kunde bei uns seid, bei JFD und das macht in jedem Falle oder ergibt viel mehr Sinn, weil eben in unserem Multi-Asset-Universum und dem Content, was wir darbieten und was da noch in der Pipeline steht, sicherlich der richtige Partner für euch sind. Und jetzt kommt es eben generell Just Fair and Direct. Das ist doch das, worum es geht. Marktausführung, Multi-Asset. Deswegen schaut. Und das sage ich immer gerne beim Radar, mit wem ihr handelt. So, jetzt haben wir hier relativ viele Saisonals und ihr seht hier den Euro-Neuseeland-Dollar, den ich ja technisch eigentlich bullisch eingeschätzt habe. Okay, jetzt sehen wir aber hier ein Setup, was, und da muss man sich auch durchaus die Frage stellen, ob das Sinn ergibt, über die Weihnachtsfeiertage zu handeln. Denn zugegebenermaßen, liebe Leute, muss man natürlich auch, ja, ein Stück weit mal vom Gas gehen. Bekanntermaßen, und das ist jetzt eben auch etwas, wo letztes Jahr auch der ein oder andere Partner hier von uns bei JFD da es einfach wissen wollte. Ihr könnt es euch vielleicht an den Apple Move erinnern. Anfang Januar gab es hier enorme Yen-Bewegungen, aber auch Dollar-Impulse, die aufgrund der Apple News da sozusagen im Januar einschlugen.
und hier wirklich für viel Tumult sorgten. Und das ist relativ unschön, weil der Tumult auch dadurch zustande kam, dass der Markt natürlich am Ende des Tages illiquide war. Und ich meine, die Profis oder auch große Fonds, auch Hedgefonds natürlich, die machen Mitte Dezember die Bücher zu. Ja, da wird das Ganze zugeklappt, da ist das Jahr vorbei. Und die fangen auch nicht an, schon wieder in der ersten Handelswoche, jetzt lass mich mal ganz genau die Tage hier aufzeigen, in der ersten Handelswoche 2020, das steht ja nun mal unmittelbar bevor, ja, ich hol's ja nochmal rein, hier erst ist ja dann, also ich meine, die Forex-Märkte haben ja eh noch andere Öffnungszeiten als eben zum Beispiel der Indexmarkt, der Aktienmarkt. Ja, hier wird ja zwischen den Feiertagen tatsächlich gehandelt, aber auch da ist die Liquidität sehr dünn. Auch da ist es nicht vergleichbar mit normalen Handelszeiten. Und wenn ich mal so auf den Kalender schaue, dann fängt das Ganze so langsam in der Kalenderwoche 2 an. Und wenn ich jetzt mal ein Stück weit realistischer das Ganze einschätze, wird das Ganze eigentlich so richtig Fahrt aufgenommen dürfte erst ab 13.01. werden, also dann schon fast ab Mitte Januar. Und den Tipp gebe ich euch auch durchaus. Konzentriert euch, legt euch die Hausaufgaben für 2020 in die ersten Wochen nach dem Motto Vorbereitung, Trade-Planung, Trade-Management, Überwachung, Tagebuch, wer es braucht, beziehungsweise was sind die Ziele, worauf achte ich? Das ist einfach eine Vorbereitungszeit, die ihr hier nutzen solltet, Anfang 2020, um dann eben sauber in das Jahr zu starten und hier nicht irgendwie am 1., 2., 3. Harakiri-mäßig am Forex-Markt da die großen Bewegungen ziehen zu wollen. Weil einerseits ist es illiquide, andererseits gibt es eben gerade bei den ozeanischen Währungen auch tatsächlich Bewegung, das muss man sagen. Nicht umsonst gibt es hier auch so einen statistischen Vorteil. Aber ob man es handeln muss, wie gesagt, ich würde da durchaus mich in Zurückhaltung üben. Ich meine, wir haben auch den Goldpreis hier über die Weihnachtsfeiertage sehr, sehr spannend. Hier ist er. XAU US-Dollar ist im Übrigen ja auch bei uns bei JFD mit diesem Währungssymbol handelbar. Und deswegen schaut es genau dahin, wie und wo was passiert. Hier haben wir zum Beispiel ein bullisches Setup für Gold vom 18., vom 17.12. bis 10.01. Muss man nicht handeln, kann man handeln, okay? Ich würde eher, und das will ich ganz offen sagen, ein Stück weit die Bremse anziehen und mich eher so sauber für das anstehende Trading-Jahr vorbereiten in aller Ruhe. So, jetzt hier Euro-Neuseeland-Dollar, aber im Rahmen der Short-Aktivität zeige ich euch mal das Setup. Hier ist auch noch ein Ausrufezeichen zu sehen und das sogar bei relativ vielen Symbolen. Das heißt, und das ist spannend, ich zeige es euch mal, dass es sich hier nämlich um Verlustjahre handelte. Also es gab hier zumindest einen Verlust, zuletzt hier im Jahr 2018, ja, und zwei Verlustjahre in Folge sind eher selten, weil dann die Statistik auch ein Stück weit in die Knie geht. Wir haben hier zum Beispiel eine Wahrscheinlichkeit, eine Rentabilität, also einen Prozentwert der Trefferquote, so will ich es mal sagen, von 76%. Sollte es dieses Jahr schief gehen, also wir haben in Summe ja, wie gesagt, hier die entsprechenden Trade-Anzahlen und da gab es 21 Trades, 16 Gewinner und 5 Verlierer. So, sollte jetzt ein sechster Verlierer dazukommen, dann würde Euro-Neuseeland-Dollar in der Tat aus dem statistischen Flow rausfliegen. Warum? Weil man hier eigentlich nur Werte drin hat, und das seht ihr auch hier, eine Chance oder eine Trefferquote, so wie ich es bezeichnen, von über 75%. Das heißt, man muss hier schon einen statistischen Vorteil haben, um reinzugehen. Und genau das Gleiche ist bei diesem Tool hier der Fall. Und zwar ist das der Trade Miner, den ich auch gern benutze. Hier kann man sogar die statistische Relevanz noch ein Stück weit einstellen. Also ich habe auch hier die 75%, weil alles darunter interessiert mich nicht. Das ist auch etwas, wo ich sage, kann man verfolgen, muss man aber nicht. Und da ist es eben auch spannend. Schaut es zum Beispiel mal her. Der Euro-Neuseeland-Dollar hat hier auch einen negativen Bias, allerdings von den Tagen etwas versetzt. Hier allerdings sozusagen während der letzten 17 Kalenderjahre sogar mit einer Trefferquote von 88%. Also es wirkt schon sehr spannend, dass der Markt hier tendenziell zur Schwäche neigt. Gerade also Markt meine ich jetzt in dem Fall das Währungspaar Euro-Neuseeland-Dollar von Ende Dezember bis Mitte Januar. Aber das ist eben genau die Zeit, die ich gerade ansprach, wo man sich ein bisschen zurückhalten sollte und hier nicht zu irgendwelchen wilden Aktivitäten überspringt. Also wie gesagt, muss jeder für sich selbst wissen, aber es gibt Chancen, statistische Chancen. Das ist, seit ich die Tools auch nutze, sehr interessant dahingehend, dass tatsächlich hier am Neuseeland-Dollar oder im ozeanischen Bereich immer wieder was passiert. Aber wir sehen auch hier, 2009 war natürlich ein Finanzmarktkrisenjahr. Aber wir haben auch starke Bewegungen in dieser Zeit. Und jetzt sehe ich gerade den Chat. Hartmut, Ton sollte eigentlich da sein. Zumindest höre ich nichts Gegenteiliges.
von anderen Teilnehmern. Peter. Peter, guter Einwurf. Nehme ich direkt mal so auf. Gewinneverluste der Vergangenheit sind doch aber eigentlich nicht relevant. Also ich bin ein Fan von Saisonalitäten und Zyklen. Die Zyklenlehre selbst bei der technischen Analyse ist ein eigener Bestandteil, neben eben Markttechnik, neben Charttechnik, neben Indikatorenlehre, gibt es die Zykluslehre, gibt auch die Wirtschaftszyklen etc. etc. Tatsache ist, dass die Saisonalität, und da gebe ich dir auch dahingehend recht, die Vergangenheit ist zwar Vergangenheit, gerade bei Währungen, den Euro gab es ja praktisch vor 2000 nicht wirklich aktiv, beziehungsweise schon gar nicht, ja, hier sind zwar die letzten 17 Jahre, das passt, aber wenn man jetzt mehr als 20 Jahre zurückgeht, wird es schon dünn, weil dann der Euro auch einfach wieder zurückgerechnet wird bei entsprechenden Vergleichen und die Zeit natürlich eine ganz andere war. Dennoch gibt es eben hier die Tools, das ist eben beim Seasonal Bull, den ihr als JFD-Kunden eben zum Vorteilspreis genießen könnt. Oder eben auch den Trade Miner. Da seht ihr eben einfach, was die Vergangenheit sozusagen mit sich gebracht hat. Und das nehme ich sehr gern, um einfach ja so eine Schablone zu haben. Es gibt eben zyklische Muster, die sich wiederholen, Peter. Und darum geht's. Und wenn ich eben einen zyklischen Bias habe, und dann gehen wir doch direkt nochmal zum Euro-Neuseeland-Dollar, der im Prinzip hier ab Mitte Dezember einen schwachen Markt verspricht, dann kann ich zwar dieses aktuell gegenwärtige Setup hier wie dargestellt sozusagen in diesem möglichen Long-Szenario skizzieren. Aber wenn ich weiß, und da gehe ich jetzt einfach nochmal direkt auf den Seasonal Bull, dass der im Schnitt, Moment, ich habe das noch offen hier, dass der im Schnitt, wie viele Trading-Tage sind das eigentlich? Das waren, glaube ich, 17, ne? 17 Trading-Tage. So, also hier 17 Trading-Tage, lass mich mal gucken. Durchschnittlicher Gewinn 570 Pips, das ist ja Wahnsinn. So, jetzt habe ich es, dass der im Prinzip, ja, tatsächlich eine solche Abwärtsbewegung macht. Jetzt gehen wir mal hier auf Chance. 570 Pips, also etwa diesen Move, Moment, so diesen Move hier nach unten abliefert, ja. Und das ist natürlich eine interessante Erkenntnis. Gehen wir doch ins letzte Jahr zurück, was da stattfand. Dezember, ha. Ja, da sehen wir genau das, was eben auch hier in der Statistik mit dem Ausrufezeichen auftrat. Ja, wenig überraschend, gab es letztes Jahr das Verlustjahr. Ja, das heißt hier praktisch, dass wir ein Verlustjahr vorliegen haben. Und in dem Zusammenhang hat er natürlich hier zum Jahresausklang genau das Gegenteil gemacht. Und Peter gekauft an der Stelle. Hier muss man natürlich immer wieder abwägen, ergibt das Sinn für mich, hier den entsprechenden Seasonal Trade abzuwehren oder nicht? Wenn er dieses Jahr, wie gesagt, hier wieder sich stabilisieren sollte, würde das Seasonal Bull Setup aufgrund dann einer Trefferquote von unter 75% für das nächste Jahr gar nicht auftauchen. Der würde schlichtweg aus der Statistik rausfallen. Bei dem Trade Miner haben wir noch leicht andere Parameter. Da ist der Entry von dem Zeitpunkt her ein Stück weit früher, später, Entschuldigung. Da ist die statistische Wahrscheinlichkeit dann wiederum erhöht gegeben. Aber wenn ich jetzt hier durchscrolle, es sind wie gesagt viele Pattern, wo der Neuseeland-Dollar auch hier nochmal am 23. zum Einstieg empfohlen wird. Oder hier nochmal am 26. Also da hast du beim Seasonal Bull wirklich viele, viele Tage, die sich fortsetzen. Beim Trade Miner sind es in der Regel nur 1, 2 Tage, die er da aufführt in dem jeweiligen Monat. Aber dennoch, und darauf will ich hinaus, gibt es eben die Chance, hier einen möglichen Long zu suchen oder die Seite zu wechseln und zu sagen, okay, wir haben hier eine große Schwäche seit den Herbstverläufen. Hier gab es eine schöne Top-Bildung, will ich sagen. Und dann seitdem crasht der Markt nach unten. Und trendfolgend kann man durchaus auf eine weitere Abwärtsbewegung setzen. Und jetzt, Peter, kommt's, wenn ich weiß, dass auch statistisch der Markt tendenziell für mehrere Wochen fällt, dann fühle ich mich doch gut, wenn der hier ein neues Tief macht, gleichzeitig die Trendlinie bricht und nach unten raustritt. Weil dann habe ich, wie ich es immer so schön sage, den saisonalen Rückenwind. Und darum geht es am Ende des Tages, dass man hier tatsächlich einfach versucht, ein Stück weit mit dem Markt zu gehen. Und das kann funktionieren, muss nicht, aber das ist einfach nur eine Trading-Idee, die sich eben auf beiden Seiten rechtfertigen lässt. Ja, am Ende muss jeder, und das ist der Markt, natürlich seine Meinung vertreten, beziehungsweise auch dann entsprechend Orders platzieren, wenn er denn mag, oder sich einstoppen lassen. Und ohne Handelsempfehlung an der Stelle,
Wenn der Markt hier unter 1,68 zurückfällt, speziell das Tief vom 6. Dezember durchbricht, dann muss ich zugeben, bin ich entgegen dieser hier dargestellten Long-Chance auf jeden Fall bärischer Gesinnung. Dann dürfte der Markt aber sehr wahrscheinlich nach unten kippen und dann würde ich auch hier sagen, der Markt hat sicherlich wenig Chancen einer Stabilisierung, sondern dann sollte er auch im Rahmen des saisonellen Setups hier bis Mitte Januar zurück driften. Das sind mal die Rahmenbedingungen, die ganz klar feststehen und sich hier im Chart auch entsprechend zeigen. So, jetzt will ich aber mal die nächsten Underlyings checken. So. Jetzt gucke ich mal, was wir da noch hatten. Britische Pfund nehme ich auf jeden Fall nochmal rein. Kryptos habt ihr euch gar nicht geäußert. Das ist spannend. Also da habe ich tatsächlich nur vom Hartmut die Info. Oder die Anregung finde ich ganz spannend. Das ist hier tatsächlich, also ist völlig okay. Ich meine, Kryptos muss man nicht handeln. Wer sie mag, kann sie handeln. Sie sind sehr volatil, manchmal auch ein Stück weit unberechenbar. Aber am Ende des Tages ist auch hier und heute wieder feststellbar, dass außer dem Aufruf vom Hartmann, Entschuldigung, vom Hartmut, nicht wirklich viele die Kryptos lieben oder sehen wollen. Also insofern machen wir mal das Pfund auf jeden Fall, Australdollar, Schweizer Franken. Adrian, sehr spannend. Der ist übrigens auch seasonal interessant. Den habe ich nämlich hier beim Forex Bull auch in meiner Übersichtsliste drin. Und ihr seht es auch hier, wenn ich jetzt mal schaue, da gibt es sogar Mitte Dezember auch noch ein Setup bis in den Januar hinein. Und zuvor haben wir hier aber auch ein bärisches Setup, was aktuell läuft. Jetzt haben wir hier alles Long Setups seit Mitte Dezember. Jetzt gehen wir hier mal auf die Übersicht. Da gibt es aber im Prinzip nämlich auch ein Short Setup, was schon läuft. Moment, meine Setups, da muss ich klicken. Hier seht ihr übrigens die ganzen Produkte, wo euch der Seasonal Bull tägliche Signale liefert. Genau, und hier haben wir nämlich ein Short Setup gehabt, Australdollar, Schweizer Franken, bis eben Mitte Dezember. Und jetzt habt ihr gerade gesehen, es gab hier auch eine ganze Reihe an Setups, die jetzt dann das Rohr umlegen und sozusagen für eine Stärke sprechen beim Australdollar, Schweizer Franken, allerdings erst ab Mitte Dezember. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal den Chart an, Australdollar, Schweizer Franken, den ich auch schon im Blick hatte. Wo sind wir denn jetzt hier? Muss ich denn in der Übersicht gerade mal finden? Der Winner of the Day. Ein Short denkbar ungünstig. Das war hier so ein bisschen meine skizzierte Fahrplan, meine skizzierte Karte. Wir haben auch hier, ähnlich wie beim Goldpreis, ein Rechteck vorliegen, eine Seitwärtsrange. Nichts anderes ist das. Ihr seht das seit einigen Wochen läuft er hier, ja, klar, von unten nach oben. Hier hat er sich den Kopf gestoßen, jetzt wieder nach unten. Jetzt sehen wir heute einen schönen bullischen Rebound. Fast schon eine bullish engulfing Candlestick-Pattern-Kerzenformation. Hier oben ist aber der Deckel drauf, 0,6782. Und ich hätte mir schon vorgestellt, auch im Rahmen der Saisonalität, dass wir hier bis Mitte Dezember zumindest neue Tiefs machen. Danach sieht es jetzt nicht mehr aus. Also der Markt hat erstmal heute ein starkes Reversal erfahren und dreht jetzt hier heute richtig auf, aber ich würde auch sagen, ganz ehrlich, der dürfte sich hier, und das ist durchaus interessant, mal für euch zu mitschreiben, im Bereich 0,6765, seht ihr eine schöne Horizontallinie, eben auch knapp vor der Oberkante dieses Rechtecks. Da dürfte es spannend sein. Mit dem Wissen, Peter, jetzt kommt es wieder, du hast gerade gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, damit zu arbeiten. Ganz klar, das ist auch etwas, das nutzt du im Prinzip auf Daily-Basis. Ja, also das sind auch Trades, die du in der Regel 5 bis 20, 25 Tage hältst, so eine Geschichte. Das hat jetzt mit Intraday-Trading wenig zu tun. Obgleich du auch im H4, also im 4-Stunden-Chart, deine Einstiege suchen kannst, ist es dennoch so, Seasonals muss man nicht haben, kann man haben. Und nochmal, wer da Interesse hat, support@jfdbank.com oder DE und dann kann ich euch da noch weitere Informationen geben. Grundsätzlich muss man es aber nicht. Hier auf den FX-Markt bezogen und auf Australdollar Schweizer Franken wissen wir jetzt aber, hoppala, jetzt habe ich das Rechteck rausgenommen, wissen wir jetzt aber, dass wir ein bullisches Setup vor uns haben. Und da kann ich mir doch erlauben, im Rahmen dieses Rechtecks jetzt zu sagen, okay, eigentlich hätte ich mir eine Schwäche vorgestellt. Aber es reichte nicht, um den Preis unten aus dem Rechteck zu kegeln, sondern jetzt den Markt eben hier wieder entsprechend des Rebounds nach oben anziehen zu lassen. Und jetzt ist genau die Situation, dass ich sage, okay, wenn der hier an dieser Stelle jetzt ausbrechen sollte, dann habe ich doch saisonalen Rückenwind und die Chance, dass der hier weiter nach oben auftritt im Rahmen eines neuen Wochenhoch, ist dann durchaus gegeben. Und dann denke ich mal, das erste Zwischenziel hier vom Hoch vom November durchaus machbar, wenn er ausbricht.
sollte er nicht die Kraft hat auszubrechen, hat sich sehr erledigt. Das ist wieder der Punkt mit den Triggermarken, ne? Das muss man mal so ein Stück weit ins Kalkül ziehen. Sollte er ausbrechen, wunderbar. Sollte er in der Range bleiben, ist es langweilig. Sollte er nach unten rausdriften, besteht das Risiko natürlich, dass er hier entsprechend weiter nach unten abgeht. Aber gegenwärtig mit dem bullischen Szenario, achtet mal auf die 0,6775, dann speziell hier 0,6780. Wenn er da rausgeht, erinnert euch an das bullische Signal, dann spricht der saisonale Rückenwind durchaus für einen weiter anziehenden Preisverlauf. So, dann kommen wir doch jetzt mal zum britischen Pfund. Denn gestern enorm stark, heute auch nicht minder schwach. Ich finde das Pfund sehr spannend und ich werde das Pfund wahrscheinlich morgen auch covern. Wahrscheinlich, das ist eigentlich zu 100% sicher. Ihr seid heute im Radar, ich hole euch jetzt schon ab. Aber der informierte Zuschauer weiß ja auch, dass ich das Pfund schon gecovert hatte. Und auch, dass ich die bullische Flagge so ein Stück weit im Fokus hatte. Und rein technisch gesehen, und das wird jetzt wirklich spannend, machen die Nachrichten die Kurse oder die Kurse die Nachrichten? Ja, Ei oder Henne, Huhn oder Ei, wie auch immer. Wir wollen jetzt mal abwarten, wie das sich jetzt ausgeht. Aber rein von der Projektion her, mit dieser bullischen Flagge, die wir gesehen haben hier im Novemberverlauf, beziehungsweise Beginn im Oktober bis in den November rein, spricht jetzt eigentlich vieles dafür, dass der Markt weiter nach oben zieht. Erstmal war anzunehmen, dass wenn er hier diesen Widerstand bei 1,30 glatt überwindet, wir eine runde Hausnummer eingestellt haben und dann natürlich auch hier schönes Momentum sich weiter fortsetzte. Es herrscht natürlich jetzt aufgrund der Neuwahlen in Großbritannien große Unsicherheit. Das dürfte auch hier richtig für Volatilität die nächsten Tage, auch wahrscheinlich über Donnerstag hinaus sorgen. Wer weiß, was am Wochenende noch für politische Meinungen wieder getroffen werden. Und für den, der jetzt noch so ein Stück weit frisch am Start ist, Devisen handeln ja 24 Stunden. Allerdings zum Wochenende hin, das ist dann Freitag 23 Uhr, Schrägstrich US Close, kann man sich auch orientieren in Amerika. Da gehen die Forex-Märkte auch in ein Wochenende sozusagen und eröffnen erst wieder, muss man jetzt wieder auf den Globus schauen, aber am Morgen, also bei unserer Zeit Sonntagabend, beziehungsweise dann am Morgen des asiatischen Handels. Ja, Neuseeland, Ozeanien geht's los, dann geht es über Japan, China etc. Und also von Ost nach West eben. Und der Punkt ist an der Stelle, dass es eben hier ab 23 Uhr dann wieder losgeht im Handel. Und das ist aber natürlich schon ein Gap, ein Wochenendrisiko, weil jetzt hier gerade beim Pfund am Wochenende im Rahmen der oder des Wahlausgangs natürlich einiges noch an Spekulation vorherrscht. Das ist auch der Grund, warum wir so eine Info, eine Volatilitätswarnung an unsere Kunden geschickt haben heute, nämlich es kann beim Pfund durchaus auch ja, ein Stück weit extreme Ausschläge geben, nicht nur morgen, sondern auch vielleicht übers Wochenende hinweg. Und das kann natürlich den einen oder anderen auch dann in eine Situation führen, dass man zum Beispiel einen Stop, den man setzt, ja, wenn kein Markt da ist oder der Markt zu hat, kann auch kein Stopp gehandelt werden. Und Gaps am Devisenmarkt sind selten, aber finden statt und meistens dann auch relativ extrem. Das heißt, da hat man manchmal 100 Pips oder auch 200, 300 Pips Gap manchmal. Nicht immer, es gibt auch kleinere Gaps, aber diese Gaps sind existent. Übrigens statistisch auch interessant zu wissen an der Stelle, dass diese Gaps in der Regel mit einer Quote von über 90% in der darauf folgenden Woche wieder geschlossen werden. Soll heißen, wenn das Pfund jetzt dann theoretisch im Rahmen der Euphorie, technisch sieht es zumindest mal aus, so, dass wir weiter nach oben laufen, auf jeden Fall hier die 1,33,30 attackieren und im Ideal sogar das Projektionsziel von 1,36 ansteuern, also das wäre schon der pure Wahnsinn, aber wir warten mal ab, was passiert. De facto könnte es sein, dass am Sonntag ein Gap auf die Agenda rückt, ja, das wäre dann praktisch hier, da wo ich jetzt bin, mit diesem Fadenkreuz, beziehungsweise hier vielmehr mit dieser vertikalen Linie, könnte es sein, dass wir ein Gap haben, 100 Pips, vielleicht auch nur 50 Pips, wir wissen es nicht, um dann praktisch hier weiter nach oben zu eskalieren. De facto ist es aber bekannt, dass diese Gaps eben dann praktisch in der Woche wieder geschlossen werden. Das heißt, nach so einem Gap hier oben vielleicht irgendwo könnte der Markt auch dann wieder zurücktropfen, das Gap schließen und weiter nach oben gehen. Die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass es ein Gap gibt, aber jetzt nochmal, um da auch alle Euphorien ein Stück weit im Grenzen zu halten, es gibt auch noch bei verschiedenen Währungen Gaps, die sind schon seit 10 Jahren offen. Ja, also das ist auch immer wieder das, wenn man sich dazu vererpicht jetzt drauf verlässt und geht jetzt zum Beispiel bei einem Ausbruch nach oben short im britischen Pfund, was ich ja ohnehin nicht empfehlen würde in der gegenwärtigen Situation, im Rahmen dessen haben wir eine Umkehrbewegung, dann haben wir eine bullische Flagge gesehen, dann haben wir hier einen Ausbruch gesehen, wir sind mitten im Impuls und haben noch am Wochenende die Wahlen. Also wenn man jetzt short geht, kann sich es auszahlen, wenn alles anders kommt, als der Markt momentan wohl erwartet. Aber es kann auch im Prinzip
gehörig schief gehen. Und das muss man eben ganz genau wissen, wenn man hier eben auch mit den Gaps am Wochenende spielt und wenn man auch mit dem Gedanken spielt, dass man hier unter Umständen so ein Gap-Trading macht und auf den Close dann wieder wettet, beziehungsweise spekuliert. Bleibt alles spannend, aber ich will auf jeden Fall hoffen, dass der ein oder andere das jetzt hier mitnehmen konnte. Und das Fund meines Erachtens bietet weiteres Potenzial auf der Oberseite. Was man, wenn man es kurzfristig betrachtet, jetzt beachten könnte, aber da ist die Gefahr auch relativ groß, dass man abgestoppt wird oder ausgestoppt. Wenn man nämlich hier jetzt eine Horizontallinie zieht, als Unterstützung sehen wir hier sehr schön, ja, während der letzten Tage hier bei 1,3113, ja, heutiges Tagestief war die 1,31, was sind das jetzt, 1,3111, 12 rund, sehen wir auf jeden Fall hier das heutige Tagestief und hier so eine Horizontallinie. Ich will behaupten, dass wenn das Fund sich oberhalb dessen hält, der Markt weiter aufdrehen kann, sollten wir hier runtergehen, bereits wahrscheinlich schon auf Stundenschlussbasis, 4 Stunden Schlusspreisbasis, dann könnte es durchaus seinen Lauf gen Süden nehmen. Dann hat sich dieses so schön darstellende bullische Setup erledigt, weil kurzfristig im Rahmen des Bewegungstief des neuen Wochentiefs beziehungsweise dann auch Verlaufstiefs meines Erachtens hier durchaus nochmal ein Pullback in Richtung 1,30 erfolgen könnte oder dann sogar noch tiefer. Der Witz ist auch, am Wochenende kann der natürlich auch nach unten gappen, ja, dass der einfach eine Kurslücke von 50 bis 100 Pips auf der Südseite aufreißt und der Preis des Funds dann sozusagen erst hier seine Stabilisierung sucht. Da sind vielerlei Möglichkeiten gegeben, aber haltet euch das einfach mal im Hinterkopf. Das Fund ist spekulativ sicherlich interessant gegenwärtig, erlaubt auch viel Platz für Spekulationen, aber teilweise unberechenbar, wilde Ausschläge. Es ist einfach spannend. Es ist einfach spannend. Und jetzt sind wir hier gerade wieder an einem neuen Tageshoch. Ihr seht, der pumpt sich hier gerade auf, die Candlestick. Also das, ja, ist spannend, bleibt spannend. Momentum ist positiv. Also technisch gesehen würde ich sagen, geht der weiter nach oben und sollte hier entsprechend partizipieren. Das sah auch, und da muss ich jetzt noch mal kurz drauf eingehen, das sah natürlich hier zum Sommerausklang ganz anders aus. Ihr kennt den großen Chart von mir, wo ich bis in die 80er Jahre zurückgehe beim britischen Pfund. Die 1,20 ist eine ganz, ganz wichtige Marke. Die wurde ja auch hier, und das ist natürlich auch wieder technische Analyse vom Feinsten. Und jetzt wieder gesagt, also alle, die auf technische Analyse bashen, schaut euch das mal an, dass der hier bei 1,20, da hat er einen Doppelboden 2016, 2017 gemacht. Seitdem ging das Fund richtig massiv nach oben. Und jetzt gab es einen Rücklauf zu dieser Zone. Das war hier eine heiße Situation im Sommer. Der hätte auch unter die 1,20 abbrechen können. Und dann hätten wir nochmal ein Verkaufssignal mindestens mit 500 bis 1000 Pips Abwärtspotenzial mittelfristiger Natur gesehen. Aber nein, das Fund hat sich genau wie eben 2016, 2017 an dieser runden Hausnummer 1,20 sozusagen, ja, ist rangelaufen, abgeprallt, hat hier die Dynamik aufgenommen und ist seitdem hier in einem absoluten Rallye-Modus. Ja. Und alle, die hier möglicherweise short waren, sind hoffentlich da schon längst raus, weil hier immer wieder neue Bewegungshochs eben erfolgten und gegenwärtig eben viel dafür spricht, dass wir die 1,33 auch noch ansteuern werden. Morgen, wie gesagt, wilde Spekulationen garantiert und deswegen aufgepasst, was das Wahlergebnis bzw. die Interpretation dessen und die Reaktion des Marktes dessen morgen dann mit sich bringen werden. Aber es wird auch die nächsten Tage noch turbulent werden. So viel ist mal anzunehmen. So, dann habe ich das Fund jetzt mal relativ stark besprochen. Dann gehen wir noch mal kurz zum Kryptomarkt zum Abschluss. Jetzt nicht gleich alle abschalten, liebe Leute, aber es war ja gewünscht und es ging nicht um den Bitcoin, sondern um den Bitcoin Cash, den ich ja auch gern im Fokus habe. Und da haben wir die Situation, ich habe die Coins ja, wie gesagt, einmal in der Woche mindestens auf meinem Radar im Screen, weil die technisch eben auch schön laufen, muss ich sagen. Technische Analyse, Massenpsychologie, Price Action, ja, die Gefühle der Marktteilnehmer hier in den Chart gemeißelt, ganz wichtig. Und hier haben wir die Situation unschwer zu erkennen, dass der Bereich um 205 Dollar je Coin, ja, eine Unterstützung ist. Da brauchen wir gar nicht rumphilosophieren. Hier hatten wir auch Hochs im Jahr 2018, genau in dieser Zone. Dann hatten wir hier im April oder hier eben zur Rallye dann im Jahr 2019, hier im Frühjahr, diese Ausbruchskerze, da ging es direkt weiter hoch. Das Level wurde buchstäblich überrannt, aber seither, seit dem Rücksetzer hier vom September, läuft der Markt oberhalb dieser Zone seitwärts. Und der Bitcoin Cash hat jetzt die Chance, hier diesen Boden zu bestätigen und nach oben zu laufen. Generell sind wir hier aber prozyklisch in einem Abwärtstrend. Und deswegen auch der blaue Pfeil hier unten. Sollte der Bitcoin Cash die 200-Dollar-Marke unterschreiten, ja, also hier nach unten abdrehen, dann muss man ganz klar sagen, pff,
Ja, ich, wie gesagt, bin kein Basher für Bitcoin, aber die Technik, die Analyse lässt nichts anderes zu, als dass der Markt dann nach unten abdriften dürfte und dann sehen wir wohl relativ schnell die 155, $150 je Coin. Und im Prinzip ist der Sinkflug sozusagen dann wohl nicht mehr aufzuhalten. Hier haben wir auch eine schöne Horizontalunterstützung wieder, die sich so ein bisschen verwäscht hier mit den Hochs beziehungsweise vielmehr Bewegungsimpulsen hier aus 2018, 2019. Aber hier auch eine kleine Stauzone. Hier gab es einen Verlaufshoch im Februar, hier so ein Spike des Tiefs im November. Das ist eine Zone, die ist durchaus interessant. Deswegen habe ich die auch als mögliche Folgekorrekturzone sozusagen identifiziert. Und jetzt muss man einfach mal abwarten, was da passiert. Also wenn die 200-Dollar-Marke aber brechen sollte, dann sehe ich hier auf jeden Fall weiter schwächere Preise. Wer hier auf eine Bodenbildung hofft, beziehungsweise weiter auf eine Stabilisierung setzt, Schrägstrich dann auch spekuliert, der kann hier versuchen, Long-Engagements zu starten. Speziell oberhalb von $240 je Coin würde ich dafür plädieren, dass der Bitcoin dann sogar nochmals $30 mindestens auflegt und diesen Widerstand hier bei $280 etwa anläuft. Das ist mal so grob der Bitcoin Cash, wie ich ihn eben sehe. Nach meiner letzten Einschätzung hat sich da nicht wirklich viel verändert, aber das ist es mal auf den Punkt gebracht, was der Bitcoin Cash so ein Stück weit in Aussicht stellt. Und an dem Punkt, an der Stelle würde ich sogar sagen, liebe Leute, dann wären wir heute durch. Ich gebe euch nochmal den Tipp für den heutigen Live-Event, heute Abend 19:50 Uhr zum Live-Trading-Event mit Andreas Müller. Ich habe heute Morgen Andreas Berniger gesagt. Auch witzig, weil Berniger 1977 ist sein Spitzname. Aber da könnt ihr auf jeden Fall heute Abend live dabei sein, wie eben Andreas Müller und Markus, unser Markus Klebe vom Daily Trading, vom DAX Long Short, vom Trading Room, da hier den Markt entsprechend auseinandernimmt. Und insofern wünsche ich euch jetzt schon mal noch einen schönen Ausklang des Mittwochs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde übrigens das Video heute auf YouTube hochladen, auf unserem Channel. Also wer da von euch möchte, hier haben wir unseren YouTube-Channel, bitte gern auch abonnieren, kommt vorbei. Ich werde heute mal wieder das Devisenradar-Video einstellen. Das mache ich nicht immer, aber heute ist es einfach vor dem Jahresabschluss durchaus mal interessant, dem einen oder anderen Marktteilnehmer da auch nochmal die Chance zu geben, was er denn theoretisch hier mittwochs verpasst, wenn er nicht live dabei ist. Und insofern wünsche ich euch einen wunderschönen, ja, Wochenverlauf. Passt aufs Pfund auf. Nächste Woche hören wir uns nochmal wieder und dann fängt aber auch so langsam oder sicher wirklich die Weihnachtsstimmung an. Ich hoffe, ein jeder hat ein gutes Jahr bis dahin gehabt. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Feedback an unseren Support at jfdbank.com immer erwünscht. Wegen den Seasonal Tools immer wieder erwünscht, könnt ihr gerne Anfragen stellen. Ansonsten hoffe ich, es hat uns allen gefallen, mir hat es Spaß gemacht. Gibt es, wie gesagt, wenn es auf YouTube steht, nochmal den Daumen hoch, würde mich auf jeden Fall freuen. Und in diesem Zusammenhang, liebe Leute, verabschiede ich mich mit den besten Grüßen und wünsche einen erfolgreichen Wochenverlauf. Bis nächste Woche, will ich hoffen. In diesem Sinne, auf bald, horido, fette Beute euch und bis dahin. Ciao, ciao.